Und wir sehen uns jetzt an, wie die Corona-Situation und der Impffortschritt in den Bundesländern ausschauen. Und wir starten im Burgenland. Nicht bei jedem und jeder Corona-Erkrankten bedeutet das Ende der Infektion auch das Ende der Symptome. Laut ExpertInnen leidet etwa jeder 10. Infizierte an Spätfolgen der Erkrankung, am sogenannten Long-Covid. Mein Kollege Christopher Iwanschitz hat eine Betroffene 3 Monate nach ihrer Corona-Infektion besucht. März 2021. Beatrix Hellenwein kämpft unter anderem mit Kopfschmerzen. Sie wird positiv auf das Coronavirus getestet. Der Verlauf ist bei ihr keineswegs symptomlos. Kopfweh, Knochenschmerzen, Heiserkeit, ich habe keine Stimme mehr gehabt. Es hat eigentlich alles wehgetan. Ich habe mir gedacht, was ist das? Also Grippe kann es nicht sein. Nach 14 Tagen ist die 44-Jährige aus Pamhagen negativ, geht wieder arbeiten. Doch bald wird ihr bewusst, dass es noch nicht überstanden ist und sie an Spätfolgen der Infektion leidet. Noch heute kämpft sie mit Symptomen, mit Schwächeanfällen, Schilddrüsenproblemen und auch mit Atemnot. Zum Beispiel drinnen, wenn ich was gemacht habe, ja, 2 Stunden, wenn ich irgendwas tue, ja, muss ich mich hinsetzen, weil ich einfach die Kraft nicht habe. Ich merke es an der Lunge, ja, ich atme dann schwer, ich bin richtig geschwächt, ich spüre es an den Knochen. Der Spaziergang mit ihren Hunden ist wieder möglich, eine Runde mit dem Fahrrad, aber nach wie vor unvorstellbar. Die Spätfolgen rumoren bei Long-Covid-Betroffenen, sie hinterlassen Fragezeichen. Es kann sich keiner vorstellen, wie sich das anfühlt innerlich. Das ist schon das Schlimmste. Wenn man Kraft hat, wenn man Stärke gehabt hat und auf einmal ist man so richtig unten und denkt sich, was ist jetzt los, was ist passiert? Beatrix Hellenwein befindet sich nach wie vor im Krankenstand. Ihre Spätfolgen werden nur medikamentös behandelt. Ein Reha-Aufenthalt wird von der Sozialversicherung nicht übernommen. Ich bin sehr überrascht gewesen. Und nein, die Reha ist wirklich wichtig für sowas. Und ich hoffe, dass das bald gibt. Rund 10-20% der Corona-Erkrankten leiden an Spätfolgen. Sie zählen zur Gruppe der Long-Covid-Betroffenen, wie die 44-jährige Beatrix Hellenwein aus Pamhagen. Bis zu 800 PCR-Tests werden in den Labors des Klinikum Klagenfurt pro Tag ausgewertet. Am Anfang der Pandemie waren es maximal 50 Tests, einfach weil noch das Know-how und die technische Ausrüstung gefehlt haben. Ein Test kann positiv sein, obwohl man geimpft ist. Die Impfung trainiert ja quasi unser Immunsystem, den Erreger zu erkennen und schnell abzuwehren. Sie schützt nicht vor einer Infektion, sondern laut Studien zu fast 100% vor einer schweren Erkrankung und vor Todesfällen. Meistens ist es so, dass diese Zeitspanne nur ganz kurz ist und man wird ja dann eine Kontrolluntersuchung machen und bei der Kontrolluntersuchung ist man dann sozusagen über den Bereich oder meistens hat man dann keine Viren mehr nachweisbar oder einfach so wenig Viren, dass man dann nicht mehr infektiös ist. Ein Test kann auch positiv sein, obwohl jemand bereits eine Corona-Infektion durchgemacht hat. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings gering. Es gibt einzelne Personen, die ein zweites Mal erkranken können. Das kann man auch mit einer Influenza vergleichen. Auch da gibt es die Möglichkeit, dass man im Endeffekt wiederum erneut erkranken kann. Hängt wahrscheinlich auch mit der Mutation zusammen, während natürlich dieser Erreger verändert ist gegenüber der Ursprungsvariante, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren kann. Hat jemand nach der Impfung kaum Reaktionen, dann ist das kein schlechtes Zeichen. Nur ein Zeichen dafür, dass nicht nur der Mensch, sondern auch das Immunsystem altert. Antikörper werden aber trotzdem gebildet. Je älter wir sind, desto schlechter reagiert das Immunsystem. Aber man kann das jetzt nicht gleichsetzen, dass man da nicht auf die Impfung reagiert, weil sonst würden wir jetzt noch sehr viele ältere Leute haben, die schwer erkranken oder die im Krankenhaus sind oder auf die Intensivstation kommen. Aber wir sehen, die Impfung wirkt. Also muss es da noch mehr geben. Jede Probe wird mittlerweile auf Mutationen untersucht. Diese haben überhand genommen. Die Ursprungsvariante von Covid-19 wird in Kärnten kaum mehr nachgewiesen.
473 12- bis 15-Jährige wurden von Mittwoch bis Samstag in Niederösterreich gegen Covid-19 geimpft. Und zwar entweder in einem Impfzentrum oder im niedergelassenen Bereich. Auch Kinder können schwer an Corona erkranken, betont man im Universitätsklinikum St. Pölten. Sie zu impfen sei auch wegen der Herdenimmunität wichtig. Wenn, dann kann diese nur erreicht werden, wenn mehr als 80% aller Leute geimpft werden. Und die Altersgruppe von 12- bis 15-Jährigen und auch Jugendliche und junge Erwachsene spielen dabei eine sehr große Rolle. Ohne diese Altersgruppe werden wir die Herdenimmunität vermutlich niemals erreichen. Bei den 12- bis 15-Jährigen kommt der Impfstoff von BioNTech/Pfizer zum Einsatz. In der Zulassungsstudie habe es keine schwerwiegenden Impfkomplikationen gegeben. Die schwersten Nebenwirkungen, die beschrieben sind, sind Fieber über 38 Grad, Schüttelfrost, lokale Schwellungen, die schmerzhaft sind. Und diese Nebenwirkungen betreffen ca. 1 von 30 Kindern und sind vor allem bei der zweiten Impfung zu sehen. In den USA und Kanada sind bereits mehr als 2 Millionen 12- bis 15-Jährige geimpft worden. Laut der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde gäbe es keine Berichte über Komplikationen. In besonderen Fällen müsse aber abgeklärt werden, ob ein zweiter Stich ratsam ist. Grundsätzlich besteht nur die Empfehlung, dass Kinder, die bei der ersten Impfung eine schwere allergische Erkrankung erlebt haben, dass diese sich mit einem Spezialisten treffen und dann Fall für Fall entschieden wird, ob sie eine zweite Impfung erhalten können. Ab 14 Jahren dürfen Jugendliche selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen. Unter 14-Jährige müssen den von ihrem Erziehungsberechtigten unterschriebenen Aufklärungsbogen vorweisen. Sie können auch allein zu ihrem Impftermin gehen. Impfung ja oder nein? Seit einigen Tagen steht diese Frage ganz oben auf der Liste der Gesprächsthemen bei der Familie Nau. Ab 14 Jahren dürfen Kinder selbst entscheiden, ob sie die Impfung wollen, theoretisch auch ohne Zustimmung der Eltern. Ich glaube, ich werde mich dann schon impfen lassen, aber vielleicht jetzt noch ein bisschen warten, wie das halt ist, ob man sich halt weiter testen muss oder sowas, weil derzeit bringt auch die Impfung hier Vorteile, dass man sich eben nicht mehr testen muss und sowas. Aber ich glaube, eigentlich werde ich mich dann schon impfen lassen. Viele Eltern sind sich wegen der fehlenden Langzeitstudien unsicher. Schwere Krankheitsverläufe sind bei Kindern selten, sagt Susanne Gräber-Platzer von der Kinderklinik des AKH Wien. Trotzdem plädiert sie für eine rasche Impfung der Jugendlichen. Ich habe wirklich größte Sorge, wenn wir sie nicht impfen, dass die Pandemie dadurch wieder Feuer bekommt, wieder tatsächlich mehr sich verbreitet. Und andererseits denke ich mir, sollten wir ihnen das ermöglichen. Jetzt diese Erholung im Sommer. Das heißt, bitte impfen wir alle jungen Menschen, um ihnen das zu geben, wonach sie nach so einer langen Phase tatsächlich brauchen, um sich zu erholen und wieder stabil zu werden. In Wien sind Vormerkungen für die 12- bis 15-Jährigen bereits möglich. Wann die Altersgruppe tatsächlich drankommt, hängt von der Verfügbarkeit der Impfstoffe ab, heißt es von der Stadt. Im Bundesland Salzburg leben rund 500.000 Menschen ab 12 Jahren, die somit für eine Corona-Impfung zugelassen sind. Mehr als die Hälfte ist noch nicht geimpft und ein erheblicher Teil davon auch noch nicht angemeldet. Das heißt aber nicht, dass diese prinzipiell gegen die Impfung sind oder gar Corona leugnen. Johann Hörmann aus Elsbeten zum Beispiel nimmt die Entscheidung sehr ernst. Informationen bezieht er auch aus dem Internet. Er will sich eher nicht impfen lassen. Weil ich das Risiko einer natürlichen Infektion verglichen habe mit dem Risiko einer Impfung. Und in dem ersten Fall ist das Risiko einer Infektion, das habe ich genau untersucht, das ist für mich kalkulierbar. Das ist ca. bei 1 zu 2000 laut Robert-Koch-Institut. Ursula Pokorn ist diplomierte Krankenschwester und impft aushilfsweise immer wieder auch selbst. Wir warten ab auf den Impfstoff, auf den österreichisch-französischen Impfstoff. Meine ganze Familie wartet noch ab, weil wir auf einen herkömmlichen Impfstoff setzen, auf einen Totimpfstoff. Und dann sind wir
natürlich gerne bereit, uns impfen zu lassen. Und Sie wollen auch abwarten, obwohl Sie selber auch impfen? Ja, es ist für alles gibt es den richtigen Zeitpunkt und der richtige Zeitpunkt für mich und für meine Familie ist halt ein anderer als für die Menschen, die sich jetzt gerade impfen lassen. Diese gebürtige Niederländerin will sich auf keinen Fall gegen Corona immunisieren lassen. Ich habe vor 20 Jahren schlechte Erfahrungen mit Impfungen gehabt. Und, inwiefern? Dass ich gespürt habe, der Tod ist jetzt in mir. Und da habe ich gedacht, das ist die letzte Impfung, die ich gehabt habe. Sie sind krank geworden? Ich bin krank geworden durch die Impfung. Auch unter der Ärzteschaft finden sich Impfskeptiker. Wenn die Impfung lange Zeit untersucht wäre, nicht Notfall zugelassen wäre, dann kann es eine tolle Sache sein. Aber wie wollen wir heute die Nebenwirkungen, die Folgen abschätzen? Das kann kein Mensch. Sagen zwar viele, wir haben so viel Geld in die Impfung hineingesteckt, aber man kann sich für alles Geld der Welt keine Zeit kaufen. Niemand kann sagen, was durch die Impfung in 5 Jahren passieren wird. Langzeitstudien über Impfauswirkungen können noch nicht vorliegen. Die Ärztekammer verweist auf die Langzeitfolgen von Covid-19-Erkrankungen und rät zur Impfung. Also Impfskepsis ist angebracht und gut. Ich bin auch skeptisch und versuche immer, jeden Tag wieder neue Informationen zu bekommen. Was gibt es für Vorteile, Nachteile für Krankheit und Impfung? Und das ist auch unsere Aufgabe als Arzt, denke ich, da up to date zu sein. Und wir haben mittlerweile sehr viele Daten. Es sind jetzt 2,8 Milliarden Impfungen weltweit gemacht worden, in Österreich über 5 Millionen. Also ein Riesenreservoir an möglichen Reaktionen. Manche der Impfgegnerinnen erleben Diskriminierung im Alltag und, wie sie sagen, eine Zweiklassengesellschaft. Das ist dann die Konsequenz, die ich tragen muss. Im Herbst sollen mehr als 2/3 der Gesamtbevölkerung gegen Covid-19 geimpft sein, so die Hoffnung vieler Mediziner. Corona-Impfung oder kein Job? Wie sehen das die Steirerinnen und Steirer? Mein Chef sagt, er möchte das wissen, ob ich geimpft bin, sage ich, ja, kein Problem. Das finde ich eigentlich nicht sonderlich gescheit. Einfach aus dem Grund, weil man dann wieder eine Spaltung der Gesellschaft hervorführt. Bei der Arbeiterkammer gehen derzeit viele Fragen zum Thema Impfen ein. Eine allgemeine Impfpflicht für alle Arbeitnehmer kann es in Österreich nicht geben. Aber die Frage nach einer Impfpflicht ist immer eine Interessenabwägung. Und nur dann erlaubt, wenn der Arbeitgeber Gründe vorbringen kann. Also wenn man im Gesundheitsbereich arbeitet oder mit Kindern, sind das sicher Gründe, die für so eine Verpflichtung sprechen könnten. Und das könnte die Kindergartenpädagoginnen treffen, hat der Landeshauptmann angekündigt. Doch die Berufsgruppe wehrt sich. Also wir sprechen uns ganz klar gegen eine Impfpflicht aus, weil viele Kolleginnen einfach die gesundheitlichen Risiken für sich erst abschätzen müssen. Es muss einfach eine freiwillige Basis dafür geben und viele Kolleginnen würden sich wahrscheinlich auch gegen den Eintritt in den Beruf entscheiden, wenn diese Impfpflicht kommen würde. Und wir haben jetzt schon aufgrund der Rahmenbedingungen einfach wirklich einen Personalmangel und der würde dadurch einfach verschärft werden. Bei der KAGIS gibt es gegen einige Krankheiten wie Masern oder Röteln bereits eine Impfpflicht. Die wichtige Frage, die bei der Corona-Impfung laut Rechtsexperten noch zu klären sei, ist man nach der Impfung nicht mehr ansteckend, schützt man also andere. Wenn das bestätigt wird, werde der Arbeitgeber Impfungen verlangen können. Schritt für Schritt am Weg Richtung Normalität. Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie findet in Linz wieder die sogenannte Feuerwehrmatura statt. Das Leistungsabzeichen in Gold. Knapp 190 Prüflinge treten an. Einige warten nun schon seit fast 2 Jahren darauf. Man merkt es bei den Leuten auch und man kommt wieder raus. Auch die Vorbereitungen, die in der Bezirke gelaufen sind, waren schon die ersten Schritte in diese Richtung. Und ja, man merkt natürlich bei allen die Erleichterung einerseits, obwohl das aufgeregt sind auf dem Bewerbstag oder am Bewerbstag, aber man merkt, okay, es geht in die richtige Richtung und es ist Licht am Ende des Tunnels, wenn man es so bezeichnen kann.
Die Pandemie hat auch die Feuerwehren an ihre Belastungsgrenzen gebracht. Zum einen werden sie als Unterstützung in den Test- und Impfstraßen gebraucht. Gleichzeitig wurden sie vom Bund bei der Impfstrategie im Gegensatz zu anderen Einsatzorganisationen nicht bevorzugt. Das sorgt noch immer für Unmut. Man streicht uns aus einem Impfplan heraus mit Argumenten, die so nicht zulässig sind. Und uns mehr oder weniger streicht man uns heraus als Einsatzorganisation. Und das ist nur schwer verständlich. In Oberösterreich hat das Land gegengesteuert und übrig gebliebene Impfdosen in den Impfstraßen an die Feuerwehren verteilt. Inzwischen sind rund 15.000 der 65.000 aktiven Feuerwehrleute geimpft. Schauplatzwechsel. Auch sie stehen an vorderster Front. Bis zu 100 Polizistinnen und Polizisten aus Oberösterreich wurden jedes Wochenende nach Wien geschickt, um die Polizei vor Ort bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zu unterstützen. Monatelang ohne die Möglichkeit einer Impfung. Hinzu kommt, 3 Polizistinnen sind in Österreich an Corona verstorben. Das macht schon betroffen. Also wenn man über das Bundesland hinaus sieht, wenn in Kärnten, in Wien oder im Burgenland Kollegen an dieser Erkrankung sterben, das macht wirklich jeden betroffen. Und allein im Dezember sind in Oberösterreich 152 Beamte positiv auf Corona getestet worden. Es musste keine Dienststelle geschlossen werden, aber wir hatten doch in manchen Dienststellen einen Notbetrieb. Die Dienststellen mussten dann in der Folge natürlich auch großflächig desinfiziert werden. Das heißt, das ist eine große Herausforderung und das ist auch eine Belastung und war eine Belastung für alle Kolleginnen und Kollegen. Inzwischen gibt es aber auch hier Entspannung. 3/4 der Polizisten haben bereits ihre 2. Teilimpfung bekommen. Und wie bei den Feuerwehren besteht Hoffnung, dass die Normalität vielleicht nur mehr ein paar Schritte entfernt ist.